Disput Berlin. So geht Streiken. Das Thema ohne Religion wäre die Welt besser dran. Die Soziologin Nekla Kelek. Sie sagt, die Religion ist ein Teil unserer Freiheit, garantiert durch die Verfassung, steht aber nicht über ihr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Tausenden von Jahren glauben die Menschen in aller Welt an Gott. Götter, das Gute oder Böse, an irdisches oder himmlisches Glück, streben nach innerem und äußerem Frieden, denken voller Entsetzen oder voller Glück an das Nichts. Niemand konnte bisher beweisen, dass es so etwas wie einen Gott gibt. Allerdings auch nicht das Gegenteil. Religionen versuchen bisher Unbekanntes, Unerklärliches wie Naturereignisse mit übersinnlichem und göttlichem Wirken zu erklären. Aber rationale Wissenschaft belegt täglich, dass selbst schwarze Löcher oder Neuronen sich auf Dauer der menschlichen Erkenntnis nicht verschließen können. Seit Aristoteles hat die Menschen das Wissen wollen angetrieben. Die Religion wollte, dass die Menschen glauben. Die katholische Kirche hielt die Erde noch für eine Scheibe, als die Naturwissenschaft dies längst überwunden hatte. Ja, sie verhinderte, dass nicht nur dies bekannt wurde. Die Religionen versuchen, die Sinnfrage mit göttlichen Wirken zu beantworten. Aber inzwischen ist ihnen die Vernunft auf die Schliche gekommen. Die religiöse Philosophie steckt sich seit Jahrhunderten nach der Decke der Erkenntnis. Das Licht der Aufklärung beleuchtet wieder, dass der Papst nackt ist und nur glaubt, dass er schöne Gedankengewänder trägt. Propheten haben die Erkenntnis ihrer Zeit jeweils in einer Meistererzählung verdichtet. Talmud und Tora, die Bibel, der Koran sind große Werke der Literatur. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber sobald Priester oder Nachbeter daraus eine Institution und Gesetze machten, wurde daraus Politik und Weltanschauung und Herrschafts- und Wahrheitsanspruch. Religion beanspruchte über Jahrtausende die Deutungsmacht und verkam dabei auch zur Legitimation von Despotie. So werden zum Beispiel im Namen der Religion im Hinduismus ganze Völker in ein Kastensystem gezwungen. Die Religion beanspruchte zu oft das Monopol auf die Wahrheit und verfolgte Andersdenkende. Religionen waren, wie Rousseau sagt, Quell von Krieg und Machtmissbrauch. Im Namen Gottes wurden viele Menschen umgebracht. Die Kreuzzüge, der Dschihad, der 30-jährige Krieg, der Terrorismus, die Kriminalgeschichte der Religionen füllt Bibliotheken. Im Namen der Religion wurde den Menschen Wissen vorenthalten und nur das gelehrt, was der Religion nutzte. Weise Religionsführer nutzten wissenschaftliche Erkenntnisse und ließen große Künstler für sich arbeiten. Dumme sprachen Bilderverbote aus und jagten mit der Schnur oder der Inquisition die Zweifler, verbrannte Frauen im Namen Gottes. Im Namen der Religion des Islam wird die Herrschaft der Männer seit 1400 Jahren legitimiert, Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt. Ohne diese Apartheid wären diese Frauen besser dran. Dass wir es heute mit einem Humanismusverpflichteten, einer barmherzigen Kirche zu tun haben, dass heute Menschenrechte gelten und unsere Gesellschaft sich der Nächstenliebe, dem sozialen Gedanken verpflichtet fühlt, hat die Kirche der Aufklärung und der Idee des Humanismus zu verdanken. Nicht der Glaube, sondern die Freiheit und die Verantwortung. Die demokratische Kontrolle ist Voraussetzung für eine humane Moral und Ethik. Die Aufklärung hat die Religion eingehegt, ihr den Platz eingeräumt. Und die Trennung von Staat und Religion, also die Zurückdrängung der Institution Kirche aus dem politischen Bereich, hat die moderne Gesellschaft möglich gemacht. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir dürfen, wir müssen nicht glauben. Das ist Teil unserer Freiheit. Wenn die Religion das akzeptiert, ist die Welt besser dran. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kelle. Disput Berlin. So geht Streiken.